Kontaktlinsen müssen nach jedem Tragen gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Das darf auf keinen Fall mit Leitungswasser geschehen, denn es enthält Keime, Chlor und Kalk, welche die Linse schädigen können. Sie wünschen sich für die Pflege Ihrer Kontaktlinsen ein Produkt mit starker Reinigungswirkung und ohne Konservierungsstoffe? Dann sollten Sie ein Einschrittperoxidsystem nutzen. Hier gibt es zwei verschiedene Varianten. Katalysatorsysteme verwenden einen Behälter mit einem Katalysator, der das Peroxid neutralisiert. Beim Tablettensystem wird eine Neutralisationstablette mit in den Behälter gegeben. Wir zeigen zunächst das Katalysatorsystem. Die Hände gründlich waschen, eine Auffangmatte ins Waschbecken legen oder den Abfluss verschließen. Jetzt die Linse abnehmen und mittig ins Körbchen geben. Dabei bitte rechts und links beachten. Den gleichen Vorgang wiederholen Sie mit der zweiten Linse. Den Behälter, der mit einer Platinscheibe ausgestattet ist, bis zur Markierung füllen, nicht zu fest schließen und leicht schwenken. Nach 6 Stunden sind Reinigung und Neutralisation dann abgeschlossen. Nach der Entnahme können Sie die Kontaktlinsen mit einer Kochsalzlösung abspülen. Bitte auf keinen Fall die Peroxidlösung zum Spülen nutzen. Das kann sehr wehtun. Die Alternative zum Peroxid-Katalysatorsystem ist das Tablettensystem. Auch hier zunächst die Hände gründlich waschen, eine Auffangmatte ins Waschbecken legen oder den Abfluss verschließen. Danach die Linse abnehmen und mittig ins Körbchen geben. Dabei bitte rechts und links beachten. Den gleichen Vorgang wiederholen Sie mit der zweiten Linse. Den Behälter bis zur Markierung mit Peroxidlösung füllen, eine Neutralisationstablette dazugeben, schließen und leicht schwenken. Achtung! Der Behälter hat oben ein Ventil, damit der beim Sprudeln aufsteigende Sauerstoff entweichen kann. Stellen Sie ihn aufrecht hin, am besten auf ein Kosmetiktuch, da beim Sprudeln Tröpfchen entweichen können. 2 Stunden warten, bis eine Färbung der Lösung eingetreten ist. Sie zeigt an, dass die Neutralisation erfolgt ist. Nach der Entnahme können Sie die Kontaktlinsen mit einer Kochsalzlösung abspülen. Bitte auf keinen Fall die Peroxidlösung zum Spülen nutzen. Das kann sehr wehtun. Wer hartnäckige Ablagerungen hat, sollte einmal in der Woche eine Proteinentfernung mit Proteinentfernungstabletten vornehmen. Sie wird bei beiden Systemen mit Kochsalzlösung durchgeführt. Anschließend erfolgt die normale Desinfektion. Auf allen Lösungsflaschen steht, wie lange die Lösung geöffnet haltbar ist. Danach bitte nicht weiterverwenden. Nach jeder Entnahme der Linse alte Lösung wegschütten und den Behälter mit Kochsalz gründlich ausspülen und danach an der Luft trocknen lassen. In der Nähe des trocknenden Behälters kein Haarspray, Deo oder Parfum versprühen. Bei beiden Peroxidsystemen mit jeder neuen Flasche auch einen neuen Behälter verwenden. Und noch etwas, Peroxidsysteme sind nicht für Farblinsen geeignet. Das Peroxid bleicht die Farbe nämlich aus.